es hat mich sehr positiv eingestuft. Ja, also ich würde sagen, ich gehe mit einer noch größeren Lebensfreude an die ganze Sache ran. Ich würde mir selber sagen, dass Aufgeben keine Option ist. Und es gibt immer einen Weg daraus. Und viel wichtiger als dieses Aufgeben ist, offen und ehrlich zu kommunizieren. Vor allem mit den Menschen, die uns wichtig sind und die uns am nächsten stehen. Denen haben wir eigentlich am meisten zum Verdanken, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Und dass wir mit diesem täglichen Kampf überhaupt weiterkommen oder klarkommen und uns in den nächsten Tag auch kämpfen. Wenn das jemand denkt, dass das schön ist hier und super, dass man daran teilnehmen kann, ja, dann würde ich gerne mit demjenigen tauschen, ne, und sagen, okay, du bist gesund. Ich habe eine Einschränkung, wenn wir tauschen, kannst du ja gerne daran teilnehmen. Aber ich wäre der Gesunde in dem Fall. Und das wäre mir dreimal mehr wert, ja, als eine Einschränkung zu haben im Leben. Jeden, den er fragt, ob er gerne sein altes Leben zurück möchte, würde, glaube ich, auf die Erfahrungen hier verzichten und einfach sein altes Leben gerne wieder haben. Nichtsdestotrotz werden wir eben daran wieder erinnert, aber wir kriegen auch die Bestätigung ja dafür, dass wir wieder einen Weg zurück ins Leben finden. Man hat natürlich, wenn man jetzt solche Einschränkungen hat, egal ob jetzt körperlich oder seelisch, man wird so ein bisschen rausgedrängt aus der Gesellschaft und man muss dann für sich selber suchen, halt wieder reinzukommen in den Kreis. Und da ist natürlich Sport ein Rieseninstrument, das wieder möglich zu machen. Ich kann einfach nur sagen, lasst euch nicht hängen, nicht aufgeben. Seht zu, dass ihr aus dem, was ihr habt, das Beste macht. Und ich denke, niemals aufgeben ist eine Sache, die hilft euch einfach nur weiter. Ja, die 500 Athleten, die ja da sind, haben alle ihre Schicksalsschläge als Soldaten gehabt. Und ja, jeder hat sein Hoch und Tief in der ganzen Geschichte. Und ich denke, die Invictus Games sind dafür da, um das Hoch hervorzurufen und beim nächsten Tief Energie zu schöpfen und nicht zu tief zu fallen, ja, und gleich wieder ins nächste hochzukommen. Die Kameraden, die jetzt mit mir hier angereist sind, haben natürlich alle ihre Schicksalsschläge erlebt, wie jetzt bei mir die Amputationsgeschichte. Ich kann immer nur sagen, den Kameraden, denen sowas passiert, lasst den Kopf nicht hängen, macht weiter, guckt, dass ihr bessere Technik, bessere Betreuung bekommt, das Bestmögliche rausholt. Und dann, ja, dann kann man auch an solchen Wettkämpfen teilnehmen. Es waren wirklich tolle Tage. Das Team hat super zusammengehalten. Es war immer eine tolle Stimmung im Team. Und auch was unsere Family and Friends betraf, wir haben uns immer richtig gut unterstützt gefühlt, und es war jeden Tag, bin ich mit einem positiven Gefühl ins Bett gegangen und habe mich wirklich auf den neuen Tag gefreut. Ja, ich finde die Unterstützung, die man jetzt hier bei den Kommentaren sieht, das finde ich schon sensationell. Gerade auch die Kameraden, die im Einsatz sind und unsere Folgen gucken. Besten Dank für diese Unterstützung. Ich kann nur sagen, Jungs, macht weiter so und kommt wieder heile nach Hause. Also ich würde sagen, in den letzten 4 Wochen, die Veränderungen waren schon extrem. Gerade weil ich die Invictus Games dieses Jahr anders genommen habe als 2016. 2016 war ich sehr auf den Sport an sich fixiert. Das Drumherum, ja, das blieb nicht aus. Ja. Das war genauso ein Extrem irgendwo, was man da wahrnimmt. Aber dieses Jahr habe ich es eher genossen. Ich denke mal, ich kann damit ganz gut umgehen, dass ich halt dann eben nicht irgendwo im vorderen Mittelfeld oder im Mittelfeld hänge, sondern auch mal ganz hinten. Ja, und ich mache trotzdem weiter. So, es läuft. Alles gut. Ja, hier ist ja quasi das Ziel,
oder zumindest für das deutsche Team das Ziel, jetzt nicht unbedingt Medaillen zu holen, sondern einfach seinen körperlichen Zustand oder seelischen Zustand wieder dementsprechend auf gerade Linie zu bringen und dann hier quasi die Spiele als Abschluss zu nehmen für diese ganze Therapiegeschichte, aber dann halt auch zu Hause weiterzuführen. Also jetzt nicht zu sagen, okay, der Event ist jetzt rum, ich höre jetzt auf, sondern man soll ja seine sportlichen Leistungen ständig weiterführen und verbessern. Ich bin jetzt kaputt erstmal, aber auch stolz, vor allem nach dem gestrigen Tag, der sich ja für uns nochmal als unser Tag herauskristallisiert hat, dadurch, dass Daniel die Bronzemedaille gekriegt hat. Ich bin wirklich total zufrieden mit mir. Ich finde es extrem positiv, dass die Teilnehmer, die an der Serie teilgenommen haben, sich so positiv präsentiert haben und dass sie sich auch getraut haben, sich zu präsentieren vor, ich will jetzt nicht sagen Millionenpublikum, aber ja doch schon vor einigen Tausenden. Das fällt dem einen oder anderen schon in einer kleinen Gruppe schwer. Stefan wäre da zum Beispiel jemand, der am Anfang sich nicht vor eine große Gruppe stellen konnte und jetzt aber als Team-Captain dort vorweg geht. Das ist unglaublich. Das hätte er vor einem Jahr mit Sicherheit nicht hinbekommen. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch dieses Mal auch wieder gefallen. Schaltet doch einfach beim nächsten Mal wieder ein und kommentiert fleißig. Wir lesen auch hier in Sydney weiter mit.